Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kickstarter und hier sind eure Gastgeber, die wollüstigen Zwillingsbrüder von Joko und Klaas, die Musen von Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die Mentoren von Stefan Raab, die Hitgiganten von Dieter Bohlen und die wahren Schlauts der Gaming-Szene. Live aus den West Coast Studios in Irland begrüßen euch unsere Showmaster Steffen und Daniel. Wieso? Die ist da und alles ist kaputt. Professionell. Ja, Leute, wir haben zu Gast heute Mibi. Mibi. Und sie ist genau unter mir gerade. Ja. Nice. Willkommen, Mibi. Wie geht's dir? Mibi, wie geht's dir? Hey, na, mir geht's super. Wie geht's euch? Ist ein bisschen früh für mich, aber ist in Ordnung. Ja, okay. Trinkst du Kaffee morgens oder gar nicht? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wirklich nicht. Ich bin nicht so der Kaffeemensch. Mann. Okay. Ich glaube, das bringt mir auch nichts. Ja, Mibi, du hast dich beworben für eine offene Stelle bei uns. Die Stelle, die werden wir noch rausfinden, welche das genau ist. Moment, das ist mein Text. Ach, das ist dein Text? Das ist mein Text. Ja, du trinkst doch gerade Kaffee. Ja, nee. Ich muss mal sagen, die Regie hat hier umgebaut übers Wochenende, liebe Zuschauer. Die Mibi, die hat jetzt einen Kamerawinkel, den seht ihr alle natürlich nicht. Den werdet ihr auch niemals sehen. Das bleibt unser Geheimnis zwischen den Gästen und uns beiden. Ja. Die Mibi kann halt hier komplett über den Tresen gucken, komplett schaut über den Tresen und sie sieht halt alles, was hier steht, so. Das ist so. Okay, Mibi. Ankündigung von Mibi hast du ja schon gemacht. Nee, das ist Mibi, Leute. Da ist sie, Mibi. Ja, Mibi ist Twitch-Partner und heute bei uns im Spotlight. Da kann man auch mal klatschen, oder? Da kann man auch mal klatschen. Come on hier. Das ist Mibi, ja. Der Chat rastet auf jeden Fall aus, würde ich sagen. Die gehen ab. Wie viel hast du mitgebracht, sag mal? Ein paar. Ich glaube, wir haben gar keine Zuschauer von uns da. Ich glaube auch nicht. Es ist einfach nur. Oder die haben alle jetzt Twitch Prime bei mir. Oh, hier kommen die erste von uns mit Hype. Das kann auch da sein. Kommt der erste von oder uns. Eine. Und die haben uns alle. Ihr habt uns doch wahrscheinlich gestern Abend alle gesuppt, damit ihr. Nee, umgekehrt. Oh, da kommen jetzt ein paar. Umgekehrt. Mibi, die haben alle bei dir gestern Abend gesuppt. Die haben alle bei dir gesuppt. Ja, damit sie die. Ja, jetzt. Ja. Ach so. Wahrscheinlich auch mit Twitch Prime. Mit Taribert Hirte in der Haus, ja. Hirte Gang, ja. Schön, dass du da bist. Ja, Mibi, Leute. Mibi ist heute hier unten zu Gast. Und ich habe mir heute Morgen sagen lassen, es gibt ein Vorstellungsgespräch. Mibi möchte ihren Kanal einstellen und möchte bei uns anfangen, ja. Mibi, das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Ja, finde ich auch. Also das ist das, was ich geplant habe für die nächsten Jahre. Für die nächsten 8 Jahre, würde ich sagen. Oh no, was kommt jetzt? Stell dich doch kurz mal vor, an die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, Mibi, wer bist du, was machst du, wo willst du hin? Ich bin Mimi oder Mibi. Ich bin 24 und ich streame auf Twitch. Das war es auch eigentlich schon. Ich habe einen Humor, der ist ziemlich komisch und vielleicht der Humor eines 14-Jährigen. Und ja, ich freue mich, hier zu sein. Einer 14-Jährige, oder siehst du, deswegen sagt sie 14-Jähriger, weil Jährigerin ist schwer, das Wort. Jährigerin? Naja. Jährigerin, das gibt's nämlich gar nicht, das Wort. Mal, was ist denn los mit dir? Einspieler, Regie! Regie muss los! Leute, es gibt einen Einspieler. es gibt einen Einspieler zur lieben Mibi. Ich sag mal so, Es war mal mindestens vor 8 Jahren, ja. Der Einspieler folgt jetzt. Mibi, hast du den Stream offen? Dann siehst du ihn ja so ein bisschen. Alles klar. Bis gleich, Leute. Viel Spaß. Wir sind wie immer zu hören. Es ist unlogisch, irgendwas bis zu 8 Jahren zu planen. Erstmal, weil in 8 Jahren sind wir alle schon 8 Jahre älter. Man kann sich die Tochter nicht angucken. Sehr gut, Mann. Ja, ich verstehe. Oh. Weil Kinder scheiße sind. It's the most
hasse dich. Nein, fühlt euch nicht doof, wenn ihr irgendwas nicht wusstet. Ich habe den Hauptschultest verkackt. Also von daher. Ich kann schon mal sagen, dass wir einfach heute den krassesten Aim überhaupt haben müssen. Einfach, weil meine Bommel größer sind denn je. Und je größer die Bommel, umso mehr Spaß. Und das wissen wir alle. Je größer die Bommel, umso mehr Spaß. Sehr ja. Geil. Mibi, das ist wirklich geil, Mann. Umso größer die Bommel, umso mehr Spaß. Mibi, solltest du dich über den Inhalt des Videos beschweren wollen, einfach an Yannick, aka Penny Doppelkekse, ja? Oder? Nee, alles cool. Nee, Mibi, an Ehrenmann von dir. Ja, der hat Clips geliefert. Genau. Ach so, der hat die Clips geliefert. Ehrenmann. Okay, ich verstehe. Ja, 8 Jahre und so. In 8 Jahren sind wir 8 Jahre älter. Und 8 Jahre, ich finde das gut. Maybe, das ist ein cool, also es ist einer, ich finde den cool, den Einspieler, wirklich. Cooles Ding. Ist der Kinderhass lastig irgendwie? Ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt. Warte, gibt's die Frage? Ich kenne die Fragen heute nicht. Ich bin zum ersten Mit Mal. Mit Kindern ist da nichts drin. Ich bin zum ersten Mal nicht vorbereitet, Mibi. Wirklich, gar nicht auf die Frage. Mit Kindern ist da nichts. Normal kenne ich die. Kinder ist da nichts drin. Okay, Mibi, willst du denn mal, planst du mal Kinder oder also so in der ferner Zukunft? Irgendwann? Ich hätte gern so 5 bis 10 Kinder, die ich dann hasse. Nein, nein, wirklich nicht. Also, das ist ein bisschen übertrieben mit dem Kinderhass, aber ich mag nicht. Also, du kannst dir nicht vorstellen, Kinder zu haben. Nein. Ja, da kommen wir nachher noch zu einer Frage. Okay. Also ach, echt? Ja. Ach ja. Okay. Warum kennt. Ich bin der Einzige, der dieses nicht kennt hier. Und ich habe mir sagen lassen, ein Bewerbungsgespräch. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal mitzuspielen. Hier ist heute Schauspieltalent gefragt bei Kickstarter. Mibi! Warum bist du die perfekte Kandidatin für unser nächstes Format? Weil ich einfach total spontan bin und sehr viel rede. Magst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen, Mibi? Warte, können wir einmal ganz kurz, worüber? Ich dachte, ich habe eine Casting-Couch im Hintergrund und ich muss gar nicht reden. Also ich dachte, darauf doch, es war ein mündliches Gespräch. Good one. Sorry, der war gut. Komm, vielen Dank für deinen Sub übrigens. Vielen Dank um das für das bisschen zu überbrücken. So. Ja, Mibi. Moment, warum hast was? Du das Casting-Sofa im Background und nicht wir? Naja, also. Müssen wir bei dir aufs Sofa? Eigentlich müsstet ihr jetzt rüberkommen zu mir und hinten auf dem Sofa. Ja, natürlich. Denkt ihr, ich stelle mich vor? Also. Ist das deine Sendung hier? Ja, eigentlich schon. Ach, dir gehört der Kanal. ja, klar. Das habe ich. Ich dachte, darauf bewerbe ich mich. Jetzt verstehe ich so einiges. Dass ich euch ablöse, dachte ich. Nee, nicht? Aber die nächste Frage ist ja anders gedacht, Mibi. Wir sollen ja nicht umziehen, aber wärst du denn bereit, für das neue Format nach Irland zu ziehen? Wenn ich meinen Hund mitnehmen kann. Bobo. Klar. Ne? Ja, Bobo. Habt ihr ganz oft im Chat schon gesehen heute. Bobo. Bobo. Also sie wäre bereit, Daniel. Ja, ich merke das. Nach Irland, mit Bobo. Mit Bobo nach Irland. Bei dir dann? Du hast ja noch ein Gästezimmer, oder? Ja, und bei Loco Lea haben wir es ja auch geschafft, dass sie nach Irland kommt. Ja, das kriegen wir hin. Zumindest für einen Urlaub. Mibi, das kriegen wir hin. Warum wollt ihr eigentlich alle nach Irland verfrachten? Was habt ihr denn mit allen vor? Guck mal, die Gesetzeslage in Deutschland, scheiße, ja. Die wollen Rundfunkgebühren. So, weißt du, viel zu viel Steuern, ja. In Irland zahlst du halt fast keine Steuern, ja. Also die 10% kriegst du in Irland hin. Wir haben keine Probleme mit Rundfunklizenzen. Irland ist einfach ein schönes Land. Hier gibt es Sandstrände, ja. Hier gibt es blaues Wasser. Hier gibt es Zuckersteuer. Hier gibt es teure Zigaretten, die keiner kauft. Willst du noch mehr hören? Okay, ja. Mibi, jetzt mal kurz True Words am Rande. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Jetzt hatten wir eben schon kurz. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ist das? Ja, das solltest du erzählen. Ja, muss ich sagen. Ich wusste das nicht. Ist heute voll in Rage. Ich wusste das nicht mehr. Ich dachte eigentlich, du hast damals meinen Kanal gefunden und mich gehostet, aber es war umgekehrt, nicht wahr? Ja, so umgekehrt.
Ich bin bei dir, glaube ich, reingestürmt. Da hatte mich damals angesprochen, darf man das erwähnen? Das war dein Kanal noch so in der Umstrukturierungsphase. Ich glaube... Kann man so sagen. Kommt noch eine Frage. Okay, dann werden wir da nicht weiter drauf eingehen. Der Kanal war in der Umstrukturierungsphase. Und das hatte mich angesprochen, weil es passte, glaube ich, zum damaligen Format, wo ich unterwegs war auf meinem anderen Kanal, Tubehouse TV. Da habe ich gesagt, ach, die machen ja das Gleiche. So war das zumindest von mir gedacht. Und so hat man sich kennengelernt, nicht wahr? Ja. Ja, das stimmt. Über den Chat. Also über den Chat. Wir reden heute zum ersten Mal, glaube ich, von medialem Angesicht zu Angesicht. Er stellt dir eine Frage, aber lässt dich nicht. Maybe. Er mag. Ja, nö. Ich rede auch einfach. Ja gesagt. Sie will auch nicht viel reden. Sie hat gesagt, Sofa, Feierabend. Ja, Sache erledigt. Ja. Jetzt lacht sie nur, okay. Ausrufezeichen, Fragen, ja, Leute. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Ich weiß auch nicht. Hat er schon alles erklärt? Ja, danke, Bibi. Er hat eine Frage gestellt und hat sie wieder selbst beantwortet, wie bei Timo Wölken damals. Ja, und ich sitze einfach nur hier und nicke. Ist doch schön. Ja. Das stimmt, jetzt Timo Wölken war auch gut, wir haben den Experten. Was sagst du, Bibi? Das kriege ich hin, einfach nur nicken und lächeln. Was? Alles super. Montagmorgen, Bibi, da ist immer alles ein bisschen. Wir brauchen mehr Kaffee. Mibi, deine Zuschauer sind sehr aktiv im Chat, aber die wollen dir anscheinend keine Fragen im Discord stellen, was ich sehr, sehr schade finde. Naja, es kommt vielleicht davon, dass die mir einfach im Stream immer irgendwelche Fragen stellen. Also die kennen schon alles von mir. Ich gebe im Stream so ziemlich alles von mir preis. Also es gibt fast keine unangenehmen Fragen mehr. Okay, warte. Also an unsere Zuschauer hier, ihr kennt Mibi wahrscheinlich noch nicht. Wenn ihr Mibi kennenlernen wollt, dann kommt bei uns in den Discord, Ausrufezeichen Fragen, und dann könnt ihr Mibi so ziemlich alles fragen, was ihr Mibi fragen wollt. Alles. Aber respektvoll bleiben. Das ist wichtig dabei, ja? Benehmt euch. Und ja. Der Steffen guckt sich das an. Ja. Zu meiner, aus eurer Sicht Linken. Und der Steffen baut die Fragen dann ein. Wir wurden gezwungen, nichts zu fragen. Okay. Aha, was? Mibi, jetzt kommt's raus. Mibi, hast du da Schutzgelder irgendwie am Laufen? Hast du Leute erpresst? Ich bezahle die, ja. Jetzt kommt's raus. Scheiße, Mann. Ich habe gesagt, ihr dürft das nicht sagen. Das kommt raus, Steffen. Die hat die Sendung heute manipuliert. Heißt das Tiffis bei dir? Was? Tiffis? Tiffis heißt jemand im Chat. Anstatt Biddies? Nee, Tiffy. Hier sagt er, ich zahle dir schließlich genug Tiffis. Aber weil hier heißt einer Tiffis. Tifflis. Ich zahle dir schließlich genug Tiffis. Das ist sein Name. Der sagt das auf den Namen, du Lappenmann. So. Was ist denn los mit dir? Weiß ich doch nicht. Uns bezahlt keiner hier Tifflis. Die nächste Frage gehört übrigens dir. Ach so. Ich warte die ganze Zeit, passiert nichts. Ah, ist das auch noch Bewerbungsgespräch? Das ist alles Bewerbungsgespräch jetzt. Ach okay, Mibi, wir machen dieses GZSZ hochqualitative Bewerbungsgespräch einfach mal weiter. Mhm. Ja. Die Redaktion, ich weiß, du hast Lust darauf, ich habe Lust darauf, wir ziehen das jetzt einfach zusammen durch. Ja. Wie organisierst du deine Arbeit, Mibi? Gott, welche Arbeit? Redaktion, wer hat sich das einfallen lassen? Ja. Jetzt, also, Mibi, du willst diesen Job, so geht das nicht. Jetzt mal ein bisschen mehr, wir brauchen da ein bisschen mehr. Du willst diesen Job, wie organisierst du dich? Wie organisierst du deine Arbeit? Bist du ein strukturierter, bist du ein unstrukturierter Mensch? Wie bereitest du dich vor? Schrei mich nicht an, ich bin sensibel. Okay, Entschuldigung. ich bin echt perfektionistisch manchmal, aber ich bin auch chaotisch. Ich weiß nicht, ob sich das komplett ausschließt, aber es geht auf jeden Fall nicht immer ganz gut. Manchmal bin ich ein bisschen zeitlich gesehen nicht ganz on point, aber ansonsten, ja, ich versuch's halt. Ich versuch's, wie in meiner kleinen chaotischen Welt hinzubekommen. Ja. Frau Mibi, das sind sehr gute Voraussetzungen für das nächste Format. Unorganisiert organisiert werden. Ja. Perfekt. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Frau Mibi, wo sehen Sie denn Ihre Stärken und Schwächen? Frau Mibi. Ja, Frau Mibi hat mich auch komplett rausgebracht. Warte, machen wir das eigentlich in so einem Frau richtig Mibi. Cringigen GTA-App? Entschuldigung. Ja, machen wir. Wie du das willst. Come on, gib alles, Mibi.
Aber bitte keine Gegenfragen stellen. Ja, wir stellen hier die Fragen. Danke. So kenne ich dich noch gar nicht. Ja, warte mal, Mibi, halt dein Wort an die GTA-RPler da draußen. Wenn ihr drei wunderbare, wunderbare RPler sucht, ja, Mibi, Steffen und Daniel, wir stehen euch nach diesem Interview zur Verfügung. Mibi, jetzt kommst du. Wollen wir das echt so cringy machen? Sehr gerne, ja, Frau Mibi. Ja, also meine Stärken sind auf jeden Fall, ich bin sehr strukturiert, ich bin immer pünktlich und ja, ich bin sehr gut in Teamarbeit, wenn ihr wisst, was ich meine. Und meine Schwächen, naja, ich bin sehr arbeitswütig. Ja. Ja. Du hast aber auf jeden Fall im Vorstellungstraining sehr gut aufgepasst. Sehr gut gemacht, ja. Ist das nicht das, was man immer sagt, dass man arbeitswütig ist? Bei den Schwächen? Das war wieder eine Gegenfrage. Bitte nur die Fragen beantworten. Vielen Dank. Ja, danke schön. So wird das nichts mit GTA IP by Stay. Uff. Frau Mibi, wo sehen Sie sich in 5 bis 10 Jahren? Na, ich habe jetzt vor, ab jetzt eigentlich jedes Jahr ein Kind zu bekommen und das zu streamen auch, also nicht den Akt, sondern... Moment, Sie wollen das Kinder... Also Sie... Moment. Ich muss da nachhaken, Frau Mibi. Sie wollen was genau streamen? Wir lassen das, okay. Ich glaube, da komme ich nicht mehr raus. Ja, Frau Mitty, sind Sie auch auf anderen Plattformen dann zu sehen? Naja, ich hatte ja jetzt vorletzten Gast schon jemanden, da habe ich mir was abgeguckt bei. Moment. Oh Mann. Frau Mitty, wenn Sie aber schwanger werden, dann sehe ich keine rosige Zukunft für das neue Format, weil wir brauchen Sie ständig und allzeit bereit. Warum würde eine Schwangerschaft das denn verhindern? Was habt ihr mit mir vor? Frau Mibi, was war Ihr größter Fehler und was haben Sie daraus gelernt? Mein größter Fehler war, in die Show zu kommen. Das glaube ich auch. So. Ja, Frau Mibi. Ach Mann, was ist hier los? Ach. Frau Mibi. Die Lieblingsfrage, die die Redaktion mir zuteil hat werden lassen, ist: Mit welchem Tier würdest du dich vergleichen und warum? Mit einem Faultier, weil die sind cute. Und so, die haben diese, kennt ihr diese, habt ihr schon mal die Hände von Faultieren gesehen? Die haben so richtig weirde Hände. Frau Mibi, bitte bleiben Sie beim Thema. Also er macht's gut, oder Mibi? Er macht's sehr gut, oder? Mal kurz am Rande. Er ist auf jeden Fall in dem RP drin. Er ist nice drin. RP. Das ist, bei Steffen merkt man die Mibi, die Grenzen von Real Life und RP verschwimmen, so weißt du? Das ist so. Ich glaube, der würde im Real Life auch seine Frau verlassen, um im RP eine andere Olle zu bekommen, ja. Juhu! Okay. Frau Mibi, wenn wir bei Tieren sind, wo finden Sie denn die Elefanten? Was? Wo findet man denn die Elefanten? Frau Mibi, das ist eine einfache Frage aus dem Discord von Ihren Zuschauern. Oh no. Terreur. Ach so. Meine Zuschauer sind die größten Trolle. Ja, Terö. Ja, die findet man im Zoo, auf jeden Fall. Gibt's da eine Story zu? Können Sie uns da was Genaueres erklären? Das ist alles gestern entstanden. Als wir Videos geguckt haben im Stream. Und es war ein sehr, sehr interessantes, witziges Video. Und da gibt's auch schon Clips von. Oh Gott. Ihr guckt den Clip nicht, oder? Nee, wir gucken den nicht. Sehr gut. Dann muss ich da ja nichts zu sagen. Vielen Dank für die 100 Bits, Türre. Hört auf mit dem Türre.
Ja, okay, lassen wir das so stehen. Frau Mibby, was ist denn Ihr Lieblingseis? Wurde von Laranel gestellt. After Eight Eis. Ich glaube, da werden jetzt viele sagen, ich bin 80 und eine Oma, aber After Eight ist der Shit. Sie sind eingestellt, ist es auch mein Lieblingseis. Damit ist die Sache, wir sind durch. So, super, die letzte Frage brauchen wir gar nicht mehr stellen. Wie schätzt du deine Leistung im Vorstellungsgespräch bis hierhin ein? Perfekt. After Eight Eis, das ist die entsprechende Antwort. Du kannst aufhören, hier diesen komischen Bewerbungslappen zu spielen. Ja, hat dir eh keiner abgekauft. Wir kommen hier steht Chat-Interaktion, eine Frage. Was? Eine Frage Steffen und eine Frage Daniel aus dem Discord. Ja, ich sehe den Discord nicht. Steffen, stell mir noch mal eine Frage aus dem Discord. Frau Mibby, das Geheimnis für Ihre perfekten Haare. Die sind heute tatsächlich nicht perfekt. Aber Haaröl und Margarine und Bier. Wir hatten die Frage gestellt. Salty Pot, Frau Mibby. Dann Haaröl, ja. Empfehle ich auch anderen Streamerinnen. Und daraus dann entsteht dann vielleicht ein bisschen Beef oder so. Aber naja. Beef? Passiert. Was, Beef? Nein. Durch Haaröl entsteht Beef? Erzähl. Ich hab... Oh Gott. Ich habe einer Streamerin per Instagram geschrieben. Oh, das hört sich so falsch an, ne? Dass sie vielleicht mal Haaröl benutzen sollte. Das war aber nicht böse gemeint. Das habe ich dazu geschrieben. Die hat es auch nicht gelesen. Ich habe es vorher zurückgezogen. Ich habe meinen Schwanz eingezogen und habe es dann wieder gelöscht. Also. Was haben Sie eingezogen, Frau Mibby? Mein Penis. Hast du ein Problem damit, Steffen? Nein, ich finde das, wie jeder will. So ist es. So, Leute, 8.55 Uhr. Mibby, du bist dabei. Du bist eingestellt. Du darfst heute mit in die Show, ja? Alles ist gut. Danke. Dieses ich bin so glücklich. Können wir dieses Vorstellungsgespräch bitte nie wieder tun, liebe Redaktion? Ja. Das war echt cringy. Ich weiß, also ich weiß, warum ich nicht, warum ich kein Roleplayer werde oder warum ich das nie gemacht habe, dieses Roleplayer. Frau Mibby, ich bin da ein bisschen anderer Meinung mit meinem Kollegen Daniel hier. Ich glaube, wir müssen nochmal ins Nachgespräch gehen und müssen dann nochmal eine Auswertung treffen. Genau. Machen wir in der Werbepause. Leute, das war das Vorstellungsgespräch mit Mibby. Ich hoffe, sie hat bestanden. Sie darf dabei sein. Ich bin völlig rausgebracht aus meinem Konzept. Das geht gar nicht, Mann. Liebe Regie, wer hat sich diese Scheiße einfallen lassen? Daniel, das ist nicht die Regie, das wäre die Redaktion. Liebe Redaktion, wer ist denn Redaktionsleiter bei euch? Ja, das geht ja gar nicht. Frau ja. Mibby, wir gehen dann in die Werbung und danach sehen wir uns wieder. Ja, lieber Chat, wir sind gleich wieder da mit Mibby. Vielleicht, Mibby ist gleich raus, glaube ich. Die sagt sich, nee, nie wieder. Das mache ich nicht mehr mit, so war das nicht abgesprochen. Gibt keine Gage. Muss los. Muss los. Bis gleich, Leute. Wir gehen in die Pause. Nach der Pause sind wir wieder da, ja. Die arme Regie. Nee, die arme Redaktionsleitung.